Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir andere wichtige Sachen, was du zum Angeln brauchst, also nicht nur eine Angel, zum Beispiel ein Kescher oder ein Messer und sowas. Einmal kurz zur Erklärung, weil ich hier bin, ist hier beim Kumpel, also bei meinem Cutter, der die Videos schneidet. Bin ich hier im Keller, wir machen hier gerade ein Video, hier habe ich jetzt auch ein bisschen Zeugs. Ist, glaube ich, ein bisschen besseres Video. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Kescher und einen Eimer mit dabei, weil wir waren vorher noch in der Schule und ich laufe ja nicht mit dem Kescher und einem Eimer und dem ganzen Zeugs in der Schule rum. Fangen wir einfach an. So, hier habe ich schon, wie heißt das? Keine Ahnung, da gehst du halt mit auf die Schnur und da kannst du den Haken, wenn der tief geschlucken ist, kriegst du ihn besser mit raus. Dann hier ein Filetierhandschuh, kann man anziehen, dann rutscht das nicht mehr so auf der Haut und sowas. Eine Schere, ist ganz praktisch, diese, die kann man ja so schön ausklappen, die ist ja so geil. Dann ein Nagel, die Schere nehme ich bei geflochtener Schnur, diesen Nagelkneifer hier nehme ich bei monofiler Schnur, das geht bei der geflochtenen nicht so gut. Dann habe ich hier Totschläger, ja, riecht schön, einfach ein Stück Eiche oder, ja, Eiche ist das, ein Schupper für Rotaugen, sowas sehr praktisch, sonst früher habe ich es mit dem Fingernagel gemacht, war nicht so schön. Messer, das hier ist mein Abstechmesser, deswegen ist es auch nicht so schön sauber und sowas. Ich meine Filetiermesser, habe ich jetzt nicht dabei. Auf jeden Fall, das ist einfach nur zum Abstechen. Das war mein erstes Angelmesser, sag ich jetzt mal. Hakenschere, sehr praktisch, wenn er vorne im Maul sitzt, der Haken, oder weiter vorne oder auf der Zunge oder sowas, da muss man irgendwie die ganze Hände, irgendwie die Finger da rein. Löffel, bei der Forelle, glaube ich, ist das so, dass hier, und bei anderen Fischen glaube ich auch noch, dass sie diese Niere da oder sowas, was das ist an der Mittelgräte oben noch haben, das schwarze Zeug. Das kriegt man damit gut raus, weil bei, ja, bei ein, zwei Fischen geht es noch, aber dann wie bei zehn oder sowas wird es doof. Zollstock, damit du einfach messen kannst, wie groß. Zollstock würde ich empfehlen, wenn du noch Anfänger bist, da brauchst du nicht direkt so eine Matte oder sowas. Musst du halt wissen, was für ein Mindestmaß der Fisch hat, und wenn der ganz knapp ist, dann weißt du es halt nicht mal genau. Handtuch, dann kannst du den Fisch auch besser packen. Nur, ich würde das Handtuch, sage euch jetzt einfach so, ich kann euch nichts befehlen, aber das Handtuch bitte nur benutzen, wenn ihr auch den Fisch tötet, weil wenn ihr das Handtuch benutzt, wenn ihr den Fisch wieder reinsetzt, ist es nicht schonend, weil es die Schleimhaut und sowas verletzt. Wenn ihr den Fisch tötet, ist es schonender, weil der Fisch nicht so viel rumzappeln kann und sowas und sich dabei nicht selber noch so verletzt. Den ist nur zum Filetieren, deswegen heißt es halt auch Filetierhandschuh. Jetzt habe ich hier noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Kescher ist noch sehr praktisch, logischerweise. Müsst ihr halt gucken, wie groß. Und ich konnte hier halt keinen Karpfenkescher mit in der Schule nehmen. Eine Waage zum Wiegen, logischerweise. Filetiermesser. Das ist halt kein Filetiermesser. Eine Abhakmatte für Karpfen oder grundsätzlich eine Abhakmatte oder sowas. Am Anfang bei kleinen Rotaugen oder sowas oder bis Sondergröße nehme ich auch manchmal einfach eine Plastiktüte oder habe ich am Anfang gemacht, jetzt habe ich halt meine Abhakmatte. Wenn ihr den Fisch später filetiert, dieses Schneidebrett aus der Küche, da könnt ihr super so ein altes nehmen. Das ist viel besser als so eine riffelige, besonders wenn ihr den Fisch heute habt, wenn es so eine rifflige Küchendings ist, Abschluss oder sowas, könnt ihr einfach nicht gut die Haut abziehen. Tüten. Auch, ja, wenn ihr gute Angler seid, braucht ihr dicke Tüten. Wenn ihr schlechte Angler seid, braucht ihr halt nicht so eine dicke Tüte. Wegen mir sind schon viele Tüten gerissen, weil ich einfach so ein guter Angler bin. Und eine Taschenlampe oder eine Kopflampe, sehr praktisch beim Aalangeln. Habe ich schon einmal gesagt. Auf jeden Fall, Eimer sind so toll. Kannst du alles reinschmeißen. Und Eimer, vielleicht 5 Euro oder sowas, kriegst du doch einen super Eimer für. Und wenn du dann halt so einen Falteimer holen willst, ich brauche keinen Falteimer. Ich schmeiße da auch, wenn ich zum Angeln gehe, schmeiße ich die ganzen Futtersäcke und sowas, schmeiße ich da alles rein. Brauche ich keinen Falteimer oder sowas für. Und vielleicht, ja, wenn ihr an der Spunwand fischt, würde ich einen Eimer und ein Seil dran knoten oder mit einem Karabiner Seil dran festmachen. Da könnt ihr halt den Fisch irgendwie mit nass machen oder Hände feucht machen, wenn ihr einen Fisch habt. Oder nass machen ist halt auch schonender für den Fisch. Das war es eigentlich schon wieder mit diesem Video. Ich bedanke mich auch bei allen. Alle, die das Video gucken, danke. Und wenn ihr Kommentare schreibt, noch mehr danke.
Like das Video, abonniert den Kanal. Ciao.